Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Thief the Dark Project. Das ist die letzte Folge für heute. Vorher kam die Ada-Analyse Obscure 2 und der Herr der Ringe Online. Morgen sind dann natürlich alle drei Folgen in normaler Länge. Und ja, lief sehr gut eigentlich, denke ich. Auf jeden Fall haben wir bei der anderen was geschafft. Hier würde ich jetzt auch gerne was schaffen. Beim letzten Mal bei Thief waren wir weiter im Anwesen von dem Lord Befford unterwegs. Wir haben ein bisschen weiter geguckt, haben unter anderem den Interior Courtyard gefunden mit einem Pool, haben mehrere Wachen bewusstlos geschlagen. Einmal, also beim letzten Mal habe ich echt oft neu geladen, weil, wie der Part schon sagt, wir haben das erste Mal die Wasserpfeile getestet und weil ich oft das nicht getroffen habe, habe ich dann immer neu geladen, um keine Pfeile zu verschwenden. Ich habe auch in die Videobeschreibung geschrieben, dass ich heute nicht so oft laden werde, deswegen schauen wir mal, wie es läuft. Aber an sich war der letzte Part nicht schlecht, auf jeden Fall. So, wir sind hier gerade... Gleichen wir... Ja, wir sind hier gerade im Interior Courtyard. Mit dem Pool. Ich dachte, es hieß Pool, aber... Der hier sagt was anderes. Und jetzt schauen wir mal. Hier hinten waren mehrere Statuen. Wir sind noch nicht in den zweiten Teil vorgedrungen. Ich schleiche hier mal weiterhin. Wir dürfen halt nicht vergessen, vorne ist noch ein Diener und eine Frau. Die würde ich halt gern immer noch, wie gesagt, K.O. hauen. Weil wir da vielleicht was drin finden. Apropos, hier hinten beim Arrow Chase. Ich hoffe, da kommen wir noch mal hin, weil ich habe das irgendwie damals nicht gesehen, aber man hätte da vielleicht Pfeile hochholen können. Ich habe das irgendwie damals übersehen. Das war ein bisschen doof. So, wo geht's denn hier hin? Ich dachte schon, da steht jemand. Auf jeden Fall hier wieder das Banner zu sehen. Ich schleiche hier gerade. Oder? Ja. Hier ist eine Tür. Wir gucken uns hier erstmal um. Scheiße. Wo kommen die her? Keule. Irgendwie höre ich Schritte her. Wo kommen die Schritte her? Ich habe gerade die Schritte wieder gehört. Vielleicht von da aus den Wänden. Verdammt, ich weiß schon, wenn ich wohl hierher komme. Vielleicht von hier. Da geht's auf jeden Fall weiter. Wo geht's denn hier hin? Zum Second Floor wieder. Da will ich aber eigentlich noch nicht hin. Oder die Treppe hier. Ich glaube, hier geht's hoch zum Second Floor, nämlich. Das klingt so, als würde jemand runterkommen. Oh, Alter. Lass das laufen. Und dieses Laufen macht ja einen irre. Ja, irgendwie hat gerade mehrmals geschlagen, leider. Wo zur Hölle kommen diese Schritte her? Macht mich gerade ein bisschen kirre. Kommen die von hier? Auch nicht. Wo zur Hölle kommen die Schritte her?
liegt, glaube ich, was. Hier sind auf jeden Fall zwei dieser Stahltüren, die wir beim letzten Part gesehen haben. Was liegt denn hier? Das ist eine Vase, glaube ich. Ja, damit könnten wir natürlich auf uns aufmerksam machen oder von uns ablenken. Das will ich aber eigentlich gar nicht. Wir wissen, dass aus den Stahltüren beim letzten Mal ein Soldat kam. Den haben wir damals K.O. gehauen. Ein Diener auch. Ich glaube, da kommen die Schritte her. Hier ist ziemlich dunkel dran. Gefällt mir gut. Da ist noch eine Stahltür, alt her. Und hier ist wohl die Bibliothek anscheinend. Auf jeden Fall eine Menge Bücher hier, aber keine interessanten. Und ein Bild, kann man mit dem Bild was machen? Keine Ahnung. Wo sind wir hier laut der Map? Aha, im vorderen Bereich, da wo ganz viele sind. Okay, gut zu wissen. Da würde ich eigentlich ja ungern hin. Okay. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Also wir könnten die Treppe hochgehen. Wir könnten hinten noch... Wir könnten jetzt noch in die zweite Tür schauen. Das mache ich gleich mal. Also die Tür hier. Da kam ich beim letzten Mal einer raus. Die Tür machen wir zu. Hier klingt es halt nach den Schritten. Kurz hier und warte mal kurz. Sieht auf jeden Fall sehr edel hier aus. Und hier ist es übrigens viel zu hell. Okay, hier könnte man Flaschen dann nehmen und so. Auch ziemlich viele Bilder hier. Aber auf die Bilder will ich gerade noch nicht schauen. Ich will erst wissen, wo die Schritte herkommen. Auf jeden Fall kann man da vorne wohin. Und da könnte es eventuell wohin gehen. Auch nur Bilder hier. Kleine Kunstgalerie von Lord Bedford, wa? Wo geht's denn hier hin? Auch nach vorne. Ich will ja eigentlich nicht nach vorne. Ja, in dem Bereich waren wir gerade, glaube ich. Ah, hier hängt... Nein, hier waren wir nicht. Hier hängt auf jeden Fall ein Text, den wir nicht gelesen haben. Den wollen wir schnell lesen. Wieder vom Cedric diesmal. An alle Staff, also wahrscheinlich an jeden, der irgendwie im Lager beschäftigt ist. Der Sir, also der Herrscher, ne, Lord Bedford, will be taking his dinner and evening out tonight. So domestics and menservants have the right tree. Okay, also er will heute Abend sein Dinner und Abendessen gleichzeitig einnehmen anscheinend. Und deswegen sollen die speziellen Diener und die Domestics an den rechten Flügel gehen. Die Hausbewachung ist immer noch zu erfolgen. Man soll die Quartiere fertig anschauen. And the general polish. Also man soll die Quartiere bewachen und
den allgemeinen Saal, so würde ich es übersetzen. Die Hauswache is not to find this an opportunity to shirk and lapse will be brought up with the sir. Also die Hauswache findet nicht, dass das nötig ist oder hat noch nichts Verdächtiges gefunden. Und wenn irgendwas sein sollte, soll man das sofort dem Sir sagen. Wie gesagt, auch hier nicht perfekte Übersetzung. Okay. Aber wenn wir hier nicht drin waren. Ja doch, wir kamen von der Tür. Hier ist ja die Treppe nach oben. Ich bin ziemlich sicher, dass wir hier drin waren. Dann haben wir anscheinend hier das übersehen. Hier sind wir jetzt im Second Floor, nach oben. Ich glaube, wir müssen nach oben. Ich glaube, hier unten ist sonst nichts mehr außer ganz vorne. Da würde ich aber, wie gesagt, ungern hin. Da müsste es dann nach da vorne doch über die Tür gehen, ne? Oder halt über hier. Ne, hier geht's nach oben. Hier waren wir ja drin, ne? Genau, hier waren wir drin. Anscheinend haben wir irgendwie die Nachricht übersehen. Okay, dann geht es da vorne, glaube ich, nur zu wachen. Aber da ja auf der Karte mehrere eingezeichnet waren, da will ich eigentlich nicht hin. Das ist mir eigentlich zu risikoreich. Okay, dann gehen wir mal zurück. Dann würde ich jetzt gerne die Frau und den Diener K.O. hauen, um zu sehen, ob da irgendwas ist. Hier laufe ich jetzt auch mal. Hier scheint ja keiner mehr zu sein. Wir jetzt beim anderen Exeter Street und Second Floor. Und hier hört man wieder Schüsse. Ich glaube, die Schritte kommen von oben. Oder kommen die runter? Das mit den Schritten macht einen wirklich ein bisschen irre. Noch runterkommen. Ja, keine Ahnung. Ich würde hier gern wirklich schnell weg. Da ist der Pool. Und hier hinten war ja noch eine Tür, die würde ich mir noch gerne schnell anschauen. Wo führt's hier hin? Immer noch zur Second Street, immer noch zur Exeter Street. Dass hier die Musik anders wird, ist übrigens total schön. Oder führt es jetzt hier woanders hin? Nein, jetzt sind wir wieder hinten, okay. Ja gut, wie gesagt, dann würde ich jetzt gerne, ich schalte hier schon mal auf die Wasserpfeile, die beiden K.O. hauen. Das heißt, da werden wir dann nochmal speichern. Ey, waren wir glaube ich schon mal drin. Da geht's zur Küche. Genau, hier waren wir schon mal drin. Hier haben wir schon überall alles gesehen gehabt. Und ich glaube, danach müssen wir dann in den Second Floor hoch. Weil ich glaube, hier unten ist dann nichts mehr, außer halt ganz vorne, aber da würde ich echt nur ungern hinwollen. So, jetzt leise. Weil hier ist ja, wie gesagt, noch die Frau und der Diener. Die würde ich halt gerne noch machen wollen. Und ich hoffe, ich lade diesmal nicht 3000 Mal. Genau, da sind die drin. Ach, ist hier schon die eine Fackel aus? Oder war das hier vorne? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hier liegt auf jeden Fall einer der Leute. Ich glaube, das war einer der Co-Horror. Oder war das hier vorne? Ich glaube, es war hier vorne. Genau, hier vorne war das. Okay. Hier werde ich jetzt safen.
Und wie gesagt, ich werde versuchen, jetzt möglichst gut zu machen und nicht 50 Mal neu zu machen. Okay, wir wissen ja, wir können die Fackel ausmachen, aber die da vorne nicht. Das haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Is someone there? Gut, so, jetzt zur Keule greifen. Die Frage ist halt, wen wir zuerst ausschalten. Wie gesagt, dass sie sich direkt gegenüberstehen, ist halt total kacke. Who was that there? Right here! He has a sword! He's right here! Help! So, schnell hinterher. Schnell. Sehr schön. Wir haben sie erledigt. Gut. Wir haben jetzt beide erledigt. Das war jetzt ein bisschen auf schnell, aber wir haben beide erledigt gehabt. Sehr schön. Dann verstecke ich die beiden jetzt noch schnell. Die Tür würde ich gerne schließen, solange. Diese hier, die Keule können wir wegtun. So, das ging jetzt einigermaßen gut. Beim letzten Mal sind die nämlich um einiges weitergelaufen. Die Tür schließen wir gleich. Wo legen wir denn die Frau ab? Ja, vielleicht hier direkt in den Kamin. Ja, komm, legen wir sie in den Kamin. Hier machen wir die Tür zu. Jetzt müssen wir noch den Mann irgendwo verstecken. Aber hier wieder im Geduckten. Genau, hier haben wir jetzt die beiden K.O. gehauen. Ich glaube, das eine Licht davon musste man löschen. Und jetzt schauen wir mal, ob hier irgendwas Sinnvolles drin ist. Wenn hier nichts Sinnvolles drin ist, dann können wir auch nochmal neu laden. Ja, hier ist nichts. Okay, dann lade ich jetzt neu. Dann können wir uns den Fall nämlich sparen. Load. Okay, also da drin ist nichts. Dann gehe ich hier wieder auf die Keule. Weil wir müssen nicht jeden K.O. hauen. Wir kriegen wahrscheinlich keine Erfahrung dafür. Also, dann ist da hinten nichts. Vorne habe ich jetzt auch nichts gesehen. Ich glaube, wir müssen jetzt in den Second Floor. Ich glaube, es hilft nichts. Das heißt... Da schleichen wir jetzt hin. Beziehungsweise gehen hin. Ich habe nur geschlichen, um die nicht so auf mich aufmerksam zu machen. Weil ich glaube, hier im First Floor, im ersten Stock, ist nichts mehr. Aber abgesehen, man kann. Ist möglich. Die Frage ist halt, welchen Aufgang wir hochgehen zum Second Floor. Ob wir den Aufgang hochgehen, wo es, also den hier, wo wir jetzt gerade sind, oder ob wir den Aufgang hochgehen mit dem Exit to Street. Weil ansonsten könnten wir natürlich noch hier vorne zum Front Entrance eigentlich, aber da sind es halt wie gesagt 5 Wachen, da würde ich ungern hin. Das heißt, ja. Jetzt gehen wir erstmal nach oben und schauen, wir müssen ja nur das Zepter eigentlich suchen. Ich würde das Zepter halt gerne finden wollen. Müssen halt aufpassen, weil hier haben wir ja Schritte gehört. Ich überlege nur gerade, welche Tür das war. Ach nein, das war ja hier hoch, ne? Ist da jemand drin eigentlich? Oder geht's da irgendwo hin? Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Ich glaube nicht. Hier greife ich wieder zur Keule, weil hier klingt es halt wieder nach Kindergeburtstag. Waren wir hier schon drin? Da ist eine Tür. Da oben steht auf jeden Fall jemand. Den sehe ich. Nothing to be seen. Ja genau, hier gibt es nichts zu sehen. Hier hinten waren wir noch nicht, glaube ich. Der da oben stört mich ja sehr. Ja,
Ja, vielleicht können wir hier das Licht ausmachen. Hier save ich mal nochmal. Weil vielleicht können wir hier das Licht ausmachen mit dem Wasserpfeil. Ich weiß nicht, ob man Laterne rausschießen kann. Who's there? Who said that? Okay, nein. Loaden, Laternen kann man also nicht ausschießen. Man kann also nur Fackeln ausschießen. Gut zu wissen, das wollte ich schnell wissen. Hier klingt's halt, wie gesagt. An der rechten Anwache. Ich glaube, da vorne steht einer, also da oben auf jeden Fall. Wo sind wir denn hier? Ach, hier sind wir im Front Entrance. Ach, deswegen sind hier so viele Leute. Ja, hier gehe ich erstmal weg. Hier gehe ich erstmal weg. Nein, hier moved kein Shadow. Hier moved überhaupt kein Shadow. Der Shadow ist bei Sonic. Schlechter Witz am Rande. Okay, gut. Dann gehen wir hier wieder rein. Ach nee, da waren wir schon drin. Dann müssen wir hier die Treppe hoch. Die hier. Okay. Dann save ich hier jetzt nochmal. Ich weiß schon, 50 Mal safen. Es tut mir leid, aber bei dem Spiel bin ich echt unsicher. Wir haben noch 9 Minuten. Also im Second Floor können wir auf jeden Fall noch kommen. Ich glaube halt, dass wir hier irgendwo das Zepter finden. Hier sind wir jetzt im Second Floor, ne? Ja, genau. Aber da es hier auch nach Leuten klingt, wieder die Keule. Hier ist niemand drin. Da liegt aber was, das sehe ich doch sofort. Ein weiterer Cheese und ein weiteres Brot. Und ein Pokal, der wahrscheinlich wieder nur zum Leermachen da ist. Okay, dann nach oben. Hier wieder den Kompass erstmal. Ich sehe keinen. Ach, hier ist man nicht sehr leise. Ein sehr reicher Stuhl hier. Ich glaube, hier kommen wir langsam zu wirklich Lord Beffords Sachen. Okay. Wahrscheinlich müssen wir hier die beiden und auf der anderen Seite die beiden. Scheinbar keiner hier. Irgendwas hier, eine Vase wieder. Ansonsten nichts, außer diese wirklich reichen Stühle. Wo ist denn der Lord Beffert? Das frage ich mich so ein bisschen. So, dann gehen wir mal hier lang. Hier müsste ja jetzt zum anderen gehen, ne? Ich glaube schon. Statue hier. Komische Geräusche hier. Ein bisschen Nachtluft. Die Statue ist übrigens schick. Ein paar Bäume sogar. Coole Sache. Wo geht's denn hier hin? Ah, hier sind wir im Second Floor. Cool. Watch for Interior Patrols. Also man soll hier aufpassen auf Wachen. Und wir sehen hier den Throne Room, wo das Zepter vielleicht ist. Okay, also hier sind wir im zweiten Stock. Coole Sache. So ein kleiner Privatgarten hier, wa? Ich lasse trotzdem die Keule gezogen. Es heißt ja schon, dass man aufpassen vor Wachen. Und hier sind die bestimmt sehr vertreten. Okay, da könnten wir uns ja hochziehen. Aber wir sind über dem Pool. Okay, good to know.
Hier in dem Garten scheint nichts zu sein. Das heißt, vorne die Tür wahrscheinlich. Aber ich würde halt ungern direkt von vorne in den Thronsaal. Ich meine, gut ist, dass man da sieht, wo das Zepter ist. Aber ich würde mich dem gern anders nähern, weil da laufen die bestimmt zu Hunderten rum. Also nicht Hunderten, aber den werden die ja am meisten bewachen. Die sind ja nicht blöd. Ich weiß halt nicht, ob wir dann wieder verschwinden müssen. Wir haben jetzt auch, glaube ich, noch 5 Minuten. Ich muss kurz mal gucken. Ja, wir haben noch 5 Minuten. Wie gesagt, ich lasse die Keule weiterhin gezogen. Ich glaube, hier gibt es nur diese eine Tür. Das ist ein bisschen kacke. Keiner drin. Ein weiteres schönes Gemälde. Ein Lagerfeuer. Ein Kamin. Tür zumachen. Ich finde es übrigens cool, dass man Türen schließen kann. Ja, jetzt sind wir vor dem Thronsaal, vor dem Throne Room. Wieso ist hier denn keiner? Das ist doch eine Falle, oder? Können wir den Kerzenständer mitnehmen? Nee. Ah, ein warmes Kaminfeuer, ein bisschen die Hände wärmen. Das Bild hier finde ich richtig cool. Ernsthaft, wieso ist hier keiner? Das kommt mir gerade viel zu einfach vor. Aber gut, ich würde sagen, dann speichern wir nochmal. Weil hier geht's wohl zum Thronsaal. Probieren wir jetzt einfach. Vielleicht ist es ja wirklich so einfach. Ich gelachte, ich hätte da gerade eine Bewegung gesehen. Habe ich denn da eine Bewegung gesehen? Keine Ahnung, wo wir sind. Die Musik ist halt gerade wieder anders geworden. Auch der Boden hier, teilweise so ein bisschen schachbrettmäßig und teilweise mit Teppichen. Ja, wir sind immer noch im zweiten. Wir stehen kurz vorm Thronsaal. Ich glaube, da geht's in den Thronsaal rein. Ich will mich aber kurz hier vorne noch umsehen. Da höre ich Schritte. Ich kann nicht glauben, dass hier keiner ist. Das willst du doch, wem willst du das erzählen? Die kommen näher, die Schritte. Die Frage ist, woher die kommen. Die von hier kommen oder von da? Von hier, scheiße. Uns nicht. Er sieht sehr gepanzert aus übrigens. Und er trägt einen Schlüssel bei sich. Kacke. Okay, ich lade neu. Aber der trug gerade einen Schlüssel bei sich. Ich glaube, den wollen wir haben. Der sah auf jeden Fall anders aus als die vorigen. Nein. Okay, der kam von hier. Das heißt, ich bleib mal hier. Nein, schon im Schatten. Und warte. In diesem Schatten hier. Da, wo ich gerade auch war. Keule ziehen. Weil er hat uns hier nicht gesehen in der Ecke. Er ist hier vorbeigegangen. Ich warte jetzt einfach kurz. Der hatte nämlich auf jeden Fall einen Schlüssel bei sich. Das haben wir gerade eben gesehen. Und der sah von der Panzerung anders aus. Der hat uns halt leider gemerkt, bevor wir ihn schlagen konnten. Deswegen habe ich gerade mal geladen. Weil ich glaube, gegen der sah wie eine Elitewache aus. Ich glaube, gegen eine Elitewache hatten wir einen Kampf, keine Chance. So, ich
höre ihn. Den würde ich mir noch gerne holen. Ich würde mir gerne den Schlüssel angeln. Er müsste gleich hier rumkommen. Entweder um die Ecke oder von hinten. Da kommt er. Da um die Ecke kommt er. Wie gesagt, er hat einen Schlüssel bei sich. Den hätte ich gerne. Gut, sehr schön. Ruhe sanft, mein Lieber. Da sind auch noch mal zwei Türen. Und hier klingt's nach Frischwasser. Sieht auch so aus. Die legen wir hier ab, wir wollen aber den Schlüssel haben. Den du besitzt. Du hattest doch einen Schlüssel. Wo ist denn dein Schlüssel? Jetzt echt 15 mal ablegen, damit wir sehen, wo dein Schlüssel ist. Da, ich sehe ihn. Da ist er, Key. Sehr schön, eine bronzenen Key. Und ich glaube, jetzt müssen wir aufhören, ja? Jetzt müssen wir aufhören. Ich gehe hier noch ins Schleichen. Und dann safen wir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal, denke ich, könnten wir das Zepter erreichen. Ich meine, das Gute war, wir sind jetzt im zweiten Stock, das Gute war, wir haben jetzt einen weiteren Schlüssel. Blöd, dass es halt dann beim letzten Mal mehr hätten schaffen können, wenn wir gewusst hätten, dass bei der Frau und dem Diener nichts ist. Aber gut, ich werde mich dann hier auf der zweiten Etage nochmal umsehen. Ich meine, wie gesagt, die sahen jetzt anders aus. Und dann, ja, gucken wir mal wegen dem Thronsaal. Aber auf jeden Fall können wir beim nächsten Mal dann, denke ich, Lord Befferts Anwesen verlassen. Ansonsten natürlich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann morgen zu den drei Folgen wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.